begleitet mich heute nach Dubai. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier von Aida Cosma. Und wir sind gerade auf dem Weg nach Dubai. Wir haben so einen halben Seetag. Deswegen ja, wird erstmal entspannt. Wir sind ab 14 Uhr dann in Dubai. Was passiert heute Morgen? Ich habe gleich Hypoxie. Das ist so eine Art Vakuumierungs-Lymphdrainagen-Massage. Danach muss ich die Reisepässe abholen, weil hier in Dubai müssen wir uns am Hafenterminal, wenn wir ankommen, selbst die Einreise machen. Das macht nicht AIDA. Das heißt, wir müssen die Reisepässe abholen und dann wollte ich Virtual Reality testen. Da nehme ich euch dann auch mit. Aktuell ist es sehr, sehr windig draußen. Deswegen ist es fast nicht erlaubt, draußen zu liegen, weil die Liegen nicht auslegen. Deswegen liegen wir gerade im Beachclub. Hier ist es angenehm tropisch warm und ich entspanne hier ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ab 14 Uhr in Dubai. Heute Abend sind wir im Global Village. Das macht aber erst um 18 Uhr auf. Vorher werden wir wahrscheinlich in die Marina Mall fahren und dann ein bisschen durch die Gegend schlendern und um 18 Uhr dann ins Global Village. Das ist so eine Art kleines Epcot, auch so eine Art Vergnügungspark mit verschiedenen Ländern und da freue ich mich sehr drauf. Bin wieder zurück im Beach Club und das Hypoxie war sehr angenehm, war eine sehr angenehme Massage, aber jetzt weiß ich auch, wie sich ein Stück Fleisch im Vakuum fühlt und habe ein paar Abdrücke und ja, also war sehr, sehr entspannt. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Dann habe ich jetzt die Reisepässe im Theatrium abgeholt. Die haben wir jetzt schon mal und eigentlich wollte ich Virtual Reality machen, aber da war jetzt schon eine Schlange, also man muss sich in so eine Liste eintragen und der nächste Termin wäre erst um 12 und ich will halt gucken, wie wir in Dubai reinfahren. Deswegen habe ich jetzt den Termin noch nicht gemacht, ansonsten mache ich es mal übermorgen oder so. Mal sehen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ihr habt das Einlaufen von Dubai gesehen. Wir sind jetzt da. So schön die Skyline. Also ein Traum. Einen besseren Blick kann man gar nicht haben von dem Hotelzimmer. Einfach nur wow. Wir haben direkt einen Blick hier auf die Dubai Marina, da wo das Riesenrad steht. Da werden wir auch gleich noch in die Marina Mall gehen. Denn wir müssen bis 16:30 Uhr die Passkontrolle erledigen. Und dann haben wir noch Zeit, weil das Global Village erst um 18 Uhr aufmacht. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen shoppen und dann geht's ins Global Village. Oh, es ist ein Traum. Bevor es an Land geht, stecken wir uns jetzt noch im Fuego-Restaurant. Für mich gibt es Burger mit ein bisschen Salat und zwei Fischstäbchen. Und vielleicht hole ich mir noch ein Softeis. Wir sind jetzt hier am Hafenterminal und mussten erstmal unsere Handysucht stillen. Und ja, also ich hatte ja Internet, aber auch nicht so, dass ich jetzt im Internet surfen konnte, Mails checken konnte. Und deswegen haben wir jetzt knapp hier, glaube ich, 20, 30 Minuten erstmal hier gesessen und einfach nur im Internet gesurft. Hier gibt es kostenloses WLAN. Und Passport Control gab es und jetzt geht es ins Global Village. Das ist tatsächlich ein bisschen weiter entfernt, 30 Kilometer, 40 Minuten mit dem Taxi. Schauen wir mal, ob wir ein Taxi bekommen. Ansonsten rufe ich uns ein Uber. Und ja, ich bin sehr gespannt. Macht um 6 Uhr auf und wir haben jetzt knapp kurz vor 5. Wir sind hier am Global Village angekommen und ihr seht es den Eingang bei mir bereits im Hintergrund. Sieht sehr spektakulär aus.
ein Tagesticket kostet 22 Dirham, sind ungefähr 5 Euro. Kann man hier vor Ort kaufen, aber auch online, da müsst ihr euch nicht hier anstellen. Und wir sind jetzt hier mit dem Uber hergefahren, das war jetzt knapp eine halbe Stunde von der Dubai Marina Mall und haben 110 Dirham bezahlt für den Uber-Fahrer. Ich glaube, Taxi ist noch mal ein bisschen günstiger, aber mit Uber konnten wir direkt über PayPal bezahlen und dann war es einfach angenehmer. Jetzt hier mal eine Runde. Wir haben so einen Plan bekommen. Zeige ich euch später mal. Und hier gibt es verschiedene Foodstände. Hier gibt es Mac and Cheese, Bosnian House, natürlich türkisch, arabisch, Süßigkeiten, Nudeln. Ja, einiges gibt es hier. Und zwar ist es ja hier auch so, dass es Länder gibt. Hier habt ihr zum Beispiel Pakistan und dann sind da Shops drin. Verschiedene Themen vom Pakistan. Ich sehe jetzt da zum Beispiel Textilien und verschiedene Kleidung und Fell. Ja, da vorne ist dann noch zum Beispiel Kuwait und es gibt Türkei. Die Sonne geht so langsam unter und die Beleuchtung geht an, das sieht echt schön aus. Hier gibt es ganz viele Süßigkeiten, so ein Süßigkeiten-Sweet-Stand, Waffeln, Eis. Wir wollen mit dem Riesenrad fahren und da musste man sich jetzt hier so einen Pass holen. Hat 5 Dirham gekostet, also umgerechnet, keine Ahnung, 2 Euro.
Und dann muss man das aufladen und wir haben jetzt also ich habe jetzt insgesamt mit der Aufladungskarte für 5 Personen 155 Dirham bezahlt. Eine wilde Friese. Ich bin nämlich gerade Kettenkarussell gefahren. Wir hatten nämlich noch Punkte übrig und ich konnte leider kein On-Ride filmen, weil es war verboten, Kameras mitzunehmen. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und gab echt eine schöne Aussicht. Wir laufen jetzt hier durch Japan und hier gibt es ganz viele Manga-Shirts. Wir haben uns jetzt schon Mochi geholt für jeweils 20 Dirham. Hier gibt es japanischen Cheesecake. Hier gibt es auch Bubble Tea. Hier gibt es auch so einen Supermarkt. Hier gibt es dann japanische Süßigkeiten. In Russland haben wir uns jetzt Pelmeni gekauft, haben 30 Dirham gekostet, gibt's mit oder ohne Suppe. Wir werden demnächst das Global Village verlassen. Es ist tatsächlich eine kleine Stadt, das heißt jedes Land hat seine eigenen Verkaufsstände, sein eigenes Essen. Hier wird gerade Musik gespielt von einer Band auf der Bühne. Es gibt verschiedene Shows. Es gibt auch ein Feuerwerk, leider nicht heute. Ich glaube, freitags und einen anderen Tag weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, er hat es mir gesagt, der Informationsmensch. Aber freitags auf jeden Fall, das ist ja bei denen das Wochenende start, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Es ist sehr, sehr schön. Es gibt einige Attraktionen, die man fahren kann. Aber auch allein einmal hier dadurch zu laufen, durch die verschiedenen Stände und Länder, ist schon eine Attraktion für sich. Lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu fahren. Es ist mega schön. We'll be right back.
stehe wieder vor unserer Kabine, weil ich das Video noch beenden muss. Wir wollten eigentlich hier noch eine Currywurst essen gehen und einen Döner, aber da war so eine lange Schlange. Das ist halt das Einzige, was um die Uhrzeit jetzt noch offen hatte. Und da wollte jeder natürlich eine Currywurst essen. Aber so viel Hunger habe ich jetzt nicht. Wir hatten in die Pilmeni im Glowy Village, deswegen ja, halte ich schon jetzt bis zum Frühstück aus. Das war unser Tag hier, in unser halber Tag in Dubai. Morgen haben wir einen kompletten Tag in Dubai. Da möchten wir ein bisschen shoppen gehen und haben abends eine Bootsfahrt. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, dann schauen wir mal, was wir noch so machen werden. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!